Hallo, ich bin Claudius Fabig von Blue Hawaii hier in Arizona. Da drüben, auf der anderen Seite, da ist Nevada. Und auf dieser Distanz gibt es eine Stunde Zeitunterschied, das ist die Zeitgrenze. Das ist der Hoover-Damm, einer der größten Stauseen der Vereinigten Staaten von Amerika. Gerade ist der Film San Andreas in den Kinos gewesen mit Dwayne Johnson. Da ist der Damm kaputt gegangen. Aber auch schon Elvis Presley hat hier gedreht mit Anne Margaret, Viva Las Vegas. Und die sind über den Damm gefahren. Legendäres Bauwerk. Und gleich dahinter, etwa 30 Meilen entfernt, ist Las Vegas. Ja, hier scheint die Sonne. Und es war auch hier, wo ich das erste Mal 50 Grad im Schatten auf meinem Thermometer im Cabriolet hatte. Und die Sonne hat geschienen. Die Leute haben gesagt, du bist ja verrückt. Offen fahren bei 50 Grad im Schatten, bei der Sonne. Nö. Ich habe viel getrunken, hatte ein Basecap auf und war gut vorgebräunt. Denn Sonne, hauttypengerecht und maßvoll eingesetzt, ist nur gesund. Solange man den Sonnenbrand vermeidet und die Augen schützt. Das bestätigt übrigens auch Professor Jörg Spitz. Neulich in dem renommierten Nachrichtensender NTV hat er gesagt, dass rund 60% der Menschen im deutschsprachigen Raum an Vitamin-D-Mangel leiden. Und Vitamin-D-Mangel ist verantwortlich für unglaublich viele Krankheiten, nicht nur Zivilisationskrankheiten, auch für viele Krebsarten. Und Professor Jörg Spitz hat in NTV gesagt, dagegen wirkt Sonne. Tja, wieder eine weitere positive Nachricht zum Thema die positiven Effekte der Sonne, Heliotherapie, wie die Griechen gesagt haben. Wenn Sie mehr zu dieser Studie und zu anderen lesen oder schauen möchten, dann kommen Sie auf meine Seite bluehawaii.de. Und wenn Sie mal die Möglichkeit haben, nach Nevada, nach Las Vegas zu fahren, dann schauen Sie sich unbedingt den Hoover-Damm an. Erbaut 1936 und steht heute noch ziemlich gut da. Machen Sie es gut. Hang loose.